Willkommen zurück bei Hearthstone. Mein Name ist Ogrutz und der Monat ist in Asien schon zu Ende, weil die ein paar Stunden vorgehen und wir haben im Monat März den Rang wütendes Huhn erreicht, weil wir ein Spiel gegen menschliche Spieler gemacht haben. Das nehmen wir natürlich dankend in Kauf, dass wir ein wütendes Huhn sind. Und er sagt uns willkommen, die Saison April 2016 hat begonnen. Das ist gut zu wissen. Wir haben immer noch dieselben Quests, Schurke Krieger, Schurke Druide, Priester Hexenmeister, daran hat sich nichts geändert. Denn, ja, wir haben ja immer noch unsere Pala Arena offen. Wir haben im letzten Let's Play mit 4 Siegen vorgelegt, obwohl wir das Deck für nicht allzu gut befunden haben, aber es hat natürlich einige wichtige Karten, wie den Echtsilber-Champion. Und ein paar andere qualitativ hochwertige Dinger. Das heißt, es ist durchaus, wenn es gut läuft, für Überraschungen offen. Und aus diesem Grund werden wir jetzt auch direkt weitermachen, um zu gucken, wie weit uns unser Atem hier trägt mit dem Deck. Eure Zeit ist gekommen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. So, die Hand lässt ein wenig hoffen. Der ist natürlich ein bisschen deplatziert an der Stelle. Okay, der ist nicht wesentlich besser, aber wie gesagt, man kann nicht alles haben. Die winzige Beschwörerin war früher mal so mächtig, dass sie sogar genervt wurde. Wir sagen höfliche Grüße und werden sie wahrscheinlich direkt rauscoinen. Also mit der Münze rausspielen, in der Hoffnung, dass wir in Runde 2 dann direkt den fleischfressenden Ghoul aufs Trapez bringen können. So, unser Gegner Only Zerg, okay, das heißt entweder, dass er gerne StarCraft spielt oder aber, dass er StarCraft gar nicht kennt und meint, das heißt sowas wie aufs Maul geben. Bei WoW ist Zergen ja eher ein relativ hirnloses Aufeinanderprügeln von PvP-Massen. So, wir spielen die kleine Beschwörerin und schauen mal, was er uns da entgegensetzt. Am liebsten wäre mir natürlich jetzt ein Totem. Totem? Komm hier, Totem. Totem. Gute Idee. Wahrscheinlich überlegt er jetzt, ob er ein Totem oder ein 3-2er spielt, weil ich tauschen kann. Das Einzige, was wir nicht wollen, ist, dass er jetzt ein 2-3er spielt, denn an der Stelle hätten wir ein Problem. So, er ist aufgewacht. Und er scheint einen Lightning Bolt oder sowas auf der Hand zu haben. Da muss ich natürlich sagen, wäre es mir fast lieber, dass er den darauf knattert. Ja, genau, den Ghoul würde damit nämlich auch kaputt kriegen. Und er ist jetzt überladen, das bringt uns natürlich auch einen kleinen Vorteil. Den zu spielen ergibt jetzt an der Stelle keinen Benefit gegenüber dem hier, denn nächste Runde werden wir auf jeden Fall eine 3 spielen. In der Runde 4 könnten wir ihn dann zusammen mit einem Rekruten spielen und dann hätte er direkt 3-3. So, sehr schön, er spielt ein Totem. Das heißt, jetzt kommt unser Ghoul zum Tragen und wird direkt auf 3-3 aufgepimpt. Das macht ihn immer noch recht schwach für einen 3-Mana-Minion, aber die Gefahr, die von ihm ausgeht, ist natürlich einfach groß. Das heißt, Gegner werden immer versuchen, dagegen was zu unternehmen. Ein Schuss, ein Schuss. Wow. Ich rieche Blut. Ja, an der Stelle, auch wenn ich es ungern tue, müssten wir das so spielen, um unseren Ghoul zu beschützen.
war ein selten dämlicher Spielzug, aber ansonsten hätte er 3 Power auf der Fläche liegen gehabt, um mit dem Ghoul zu handeln. So muss er sich jetzt überlegen, wie er da einen Bonusschaden drauf kriegt. Okay, so geht's natürlich. Ich würde gern hier einfach Knödel spielen und Mass. Seid gegrüßt. Melde mich zum Dienst. Für die Gerechtigkeit. Wir nehmen den aus dem Spiel. Wir können jetzt nichts mehr dagegen tun, dass er nächste Runde stirbt, aber er hat wenigstens nochmal 7 ins Gesicht verteilt und wird die beiden wahrscheinlich, also zumindest das Totem, noch mitnehmen. Wenn der Gegner jetzt keinen Lightning Storm, Lichtblitz, wie auch immer, Gewitter gezogen hat. Und er hat es natürlich, einen Gewittersturm, ätzend. Aber gut, kann man nichts machen, ist halt so. Jetzt 2 Möglichkeiten, wir können diese 2 Jungs und einen Guy machen. Dann hätte der 3-3, 2-2 Schild und 1-1. Alternative wären die beiden, wären 2-5 und 3-1 mit Gottes Schild. Lass dich nachdenken. Ich glaube aber fast, dass das hier mir mehr Präsenz verschafft. Und die beiden sind sich jetzt relativ gleichwertig. Spielt ihr gern mit Feuer? Okay, Zauberspruch jetzt vielleicht? Meine Vorfahren, nee, nur ein Spott. Okay, gucken wir uns mal an, wen er trifft. Die Frage ist, ob wir den erst rausnehmen wollen. Nee, ist uns eigentlich wirklich egal. Treffer geworden. Melde mich zum Dienst. Den verlieren wir sowieso. Und hier verlieren wir den Schild. Die Runde war so schlecht jetzt gar nicht für uns. Kartenmäßig sind wir gleich. Also bei 8 Mana haben wir beide jeweils 4 Karten. Nur dass ich aktuell der Meinung bin, dass mein Board ein bisschen mehr kann. Okay, Kartenvorteil hat er sich jetzt zurückgeholt. Ein Value Play. Waffensysteme aktiviert. Nehmen wir den mal raus. Nehmen wir den mal raus. Immer schön in der Reihe bleiben. Für den Kreuzzug. Nicht mit mir. So, haben 2-3-1er mit Gottesschild. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht noch einen AE-Effekt oder Pyro hat. Okay, das ist unangenehm. Bäh. Krass gespielt. Hoppala. So, so, ihr habt kein Ticket. Melde mich zum Dienst. Jetzt heißt es wieder Abschimmel statt Streitross. Schließt euch uns an oder sterbt. Bombenlos! Ja, hilft ja nix. Der Gottesschiff geht so oder so gegen was Läppsches drauf.
Hätten wir jetzt da reingetauscht. So, bye-bye, den haben wir wenigstens vom Brett. Ändert aber nichts daran, dass er immer noch einen riesen Vorteil uns gegenüber hat. Das hat er sich jetzt wahrscheinlich anders gedacht, könnte ich mir vorstellen. Aber gut, jetzt muss er ein bisschen was von seinen Jungs opfern. Immer schön in der Reihe bleiben. Für den Schwarzfels. So, warum haben wir den nicht genommen? Weil er dann irgendeinen kleinen Dreier tauschen kann. Ich möchte ihm wenigstens die Option bieten, schlecht zu spielen. Okay, ein Heiltotem, das ist natürlich nicht hilfreich an der Stelle. Wir bräuchten irgendwas wie eine Weihe, aber ich glaube, die haben wir nicht im Deck. Für den Lichtkönig! 13 Schaden, ich glaube, wir haben schon verloren. Melde mich zum Dienst. Jetzt heißt es wieder Abtschimmel statt Streitross. Immer schön in der Reihe bleiben. Ja, er hat 4, 18, 13 Schaden auf dem Feld. Braucht also nur noch durchmarschieren. Aber gut, so ist es halt. Das lief ja leider schon am Anfang nicht so berauschend gut. Und da hat er uns verprügelt, der Onlyzerg. Ja, dieser verdoppelte Schlickspucker hat uns das Spiel gekostet. Also, hätte er ihn gar nicht gehabt, wäre es natürlich schön gewesen, aber ihn zumindest nicht doppelt zu haben, hätte uns da deutlich nach vorne gebracht. Aber wie gesagt, man kann nicht jedes Spiel in der Tasche haben und was uns gefehlt hätte, wäre halt die Gleichheit gewesen, alle Diener auf ein Leben runter, dann hätten wir eine gute Chance gehabt, mit unserer Heldenfähigkeit wieder ranzukommen, denn die ganzen 1-1er hätten dann natürlich Gegner zerlegt. Uta gegen Valera. Seid auf der Hut. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das ist eine sehr schöne Starthand, bis auf den da. 1-2, das kann man durchaus so runterspielen. Den dann in Runde 3 oder 4 hinterher. Ich rieche Blut. Grüße, wir haben wieder einen Asiaten am Start. Da ist ungefähr 3 Uhr nachts. Dies ist unsere Stadt. Haut ab! Okay, an der Stelle könnte man tatsächlich überlegen, den hier zu spielen. Denn er würde einfach gegen seinen Dagger und den da fallen. Und vielleicht ziehen wir eine coole Dreierkarte. Ja, die ist zumindest mal nicht schlecht. Den können wir rausnehmen. Und wir zwingen ihn jetzt quasi dazu, seinen Dolch zu benutzen. Wenn er den am Leben erhalten will. Und das will er scheinbar. Okay. Damit war sein Zug natürlich relativ kurz und wir können jetzt unseren frisch gezogenen Dreier spielen, der in der Theorie zumindest mit seinem Board da ein wenig aufräumt. Und alles, was er jetzt für 3 Mana spielen kann, macht unser Echtsilber-Champion wett. Mögen meine Vorfahren. Ich sagte ja, alles, was er für 3 spielen kann, macht unser Echtsilber-Champion wett. So, da holt man raus. Für die Gerechtigkeit. Das klang jetzt anders, als ich das geplant hatte. Ne, wir lassen ihn natürlich drin. So, jetzt haben wir ein bisschen was an Vorteil rausgearbeitet. Zwar nicht kartentechnisch, aber zumindest mal bedrohungsmäßig.
Nächste Runde können wir überlegen, ob wir eine Bombe werfen, wenn er was Großes spielt. Oder aber, ob wir eine silberne Regentin ausspielen und uns noch ein paar Minions dazu holen. Okay, so wie es aussieht, aktiviert er nur unser Board. Und dann gehen wir auf Masse. Das heißt, wir haben 3 auf dem Brett. Da muss er mit der Regentin jetzt erstmal klarkommen. Ein Dolchfächer, okay. Effiziente Lösung. Die Waffe verbessert und draufgekloppt. Sauber gespielt. So, den hauen wir einfach mal weg. Dann versuchen wir mal wieder ein bisschen Bedrohung aufzubauen, indem wir ihm wieder 3 Minions dahin legen. Kartenmäßig sind wir so weit im Hintertreffen, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir ihn durch Tempo kriegen. Sieben Karten hat er auf der Hand, gegen unsere 3. Okay, nicht schlecht. So, wie machen wir das am geschicktesten? Wir könnten ihn für 4 spielen, ihn für 3 oder ihn für 4 und ihn für 3. Befolgt die Regeln. So, wir halten unseren Beschwörer am Leben. Soll er doch mit seinem Dolch draufkloppen, wenn er loswerden will. Seine 7 Karten gegen unsere 2. Es wird immer enger hier. Oh, noch mehr von denen. Die sind sehr krass. So, das ist leider schade, dass wir hier jetzt so viel Power liegen haben. Müssen wir 2 reintauschen. Und die muss leider auch weg. Sonst gehen die Lebenspunkte von ihm durch die Decke. Jetzt stehen wir wirklich kacke da. Aber das Spiel ist natürlich noch nicht vorbei. Oh, nochmal, das darf doch nicht wahr sein. Und wir haben keine Weihe, kein gar nichts. Ja, wir müssen all in gehen. Hilft ja nichts. Melde mich zum Dienst. Danke. Schließt euch uns an, oder sterbt. Okay, unangenehmes Vieh. Melde mich zum Dienst. Nicht mit mir. So, wie wir mit der Krake klarkommen sollen, weiß ich allerdings jetzt so gar nicht. In 2 Runden sind wir Matsch. Ja, vielleicht schon nächste Runde, wenn er jetzt mal irgendwo... Ja, genau. Ja, das können wir mal knicken, ganz getrost. Obwohl, wir haben eine Gleichheit im Deck. Wenn wir die jetzt ziehen, ist sein Board wieder leer. Ziehen wir aber nicht. So, jetzt müssen wir kurz gucken. 18 Schaden, 23 Schaden. Wir heilen auf 17 hoch.
und können ein bisschen was davon verhindern, aber es reicht definitiv nicht. Melde mich zum Dienst. Fünf, sechs, sieben, dalala, das kann ich machen, wie ich klein Geld habe, das reicht nicht. Gut gespielt. Dafür bin ich zuständig. In den Kampf! Für die Gerechtigkeit! Haben wir keine Chance. Wir haben einfach zu wenig Power auf dem Brett liegen. Jetzt kann er sich noch ein bisschen austoben. Warum wir jetzt nicht hier einfach aufgeben ist, wir wollen noch ein paar XP rausschinden und je länger das Spiel dauert, desto mehr XP kriegen wir, deswegen freuen wir uns jetzt sogar über sein BM hier. Denn das sind alles XP und unser Ziel ist ja Level 20 zu werden. So, 15 haben wir. Und wir hoffen natürlich noch auf einen kleinen Sieg als Anstand wenigstens. Sonst wären wir ja wirklich nur auf dem Ergebnis gelandet, was ich geschätzt hatte. Aber wir sind natürlich wieder zu einer beschissenen Zeit unterwegs. Das heißt, wir spielen gegen gute Spieler, die es für nötig erachten, nachts um 3 oder 4 noch auf zu sein. Und unser Deck ist nicht so gut, also ähnlich wie bei der Priester-Arena. So, Finale. Einen Sieg hätte ich noch gerne. Dann bin ich zufrieden. Oh, Pala sieht schon mal schlecht aus. Der hat bestimmt bessere Karten als wir. Das Licht gehorcht mir. Aber wir haben unser Early Game auf der Hand. Der ist natürlich ein bisschen teuer jetzt. Auf der anderen Seite haben wir die ersten Runden alle im Sack. Und das letzte Game ist daran gescheitert, dass wir unser Late Game überhaupt nicht gezogen haben. Also hoffe ich jetzt, dass wir die ersten Runden hier mit ohne Probleme klarkommen. Igitt. Ja, wir müssen ihm den Pfützenstampfer entgegenwerfen. Hilft nichts. Dann kann er zwar ohne Probleme tauschen. Hat uns den Coin gekostet. Und mit einer 1 eine 2er getötet. Aber ansonsten fallen wir so weit zurück, dass wir es nie wieder aufholen werden. Wenn es nicht schon passiert ist. Wobei der Zug jetzt sehr, sehr schwach ist. Es sei denn, da kommt gleich ein Blessing auf irgendwas drauf. Ja, ein Friedensbewahrer. Ja, sowas in der Richtung hatte ich mir gedacht. Wobei ihm das so viel jetzt auch nicht bringt an der Stelle, denn dadurch, dass er den Gottesschild benutzt hat, befolgt die Regeln. Ja, hat er keinen Schaden gekriegt. Kriegt also auch nichts. Das heißt, er hat die Karte relativ verschwendet. Wow. WTF. Das Ding muss vom Brett. Hat er halt zwei Drachen. Schicksal. Aber er hat auch immerhin drei Karten da reingegraben. Aber den Tempoverlust, der ist natürlich wieder real. Das Dingo! Ja! Seid gegrüßt. Sehr verlockend, die Gleichheit zu spielen und ihm einfach auf die Nase zu hauen. Melde mich zum Dienst. Machen wir aber an der Stelle nicht. Wir müssen jetzt mit unserem Leben ihn locken. Er wird den da reinsemmeln. Mein Schild für Argus. Oh.
Okay, das hat er jetzt ein bisschen anders gemacht, als ich das gedacht hätte. Kleine Außenseiterchance haben wir an der Stelle noch. Denn er hat uns natürlich jetzt hier die Möglichkeit gegeben, da er weniger Karten hat als wir, hat er uns die Möglichkeit gegeben, uns wieder ranzukämpfen, da seine Karten jetzt nicht sonderlich hochwertig sind, die er da hat. Den einzigen vorteilhaften Tausch, den er machen kann, ist hier. Und er wird jetzt wahrscheinlich racen wollen, weil er denkt, er liegt... Oh, ach, böse. Sehr böse. Glücklicherweise aber nicht böse genug. So, so, ihr habt kein Ticket. Das nächste Opfer. So, dann holen wir uns den Kollegen wieder zurück. Melde mich zum Dienst. Jetzt heißt es wieder Abtsschimmel statt Streitross. Und haben ihn als 2-5er wieder da. Das war jetzt zwar ein sehr langsames Spiel. Ich hätte auch genauso gut mehr Druck aufbauen können. Aber ich versuche jetzt natürlich Value rauszukriegen. Er kann jetzt nochmal 4 Schaden machen ins Gesicht, wenn er es denn möchte. Aber dann kommen wir eigentlich ganz gut ran. Okay, da kann er nochmal 4 Schaden machen, unangenehmerweise. Aber was soll's. Der kommt uns jetzt gerade recht. Diese Runde werden wir keinen Knödel machen, denn er ist noch nicht bereit, wieder in die Amtsstube zurückzukehren. Er soll gefälligst noch einmal Schaden kriegen, bevor wir ihn recyceln. So, kartenmäßig sind wir gleich, boardmäßig haben wir jetzt den Vorteil. Das Einzige, was uns natürlich ein bisschen Sorgen macht, ist eine einstellige Anzahl an Leben. Das kann gut in die Hose gehen. Okay, er setzt ihn auf 3-3 runter und opfert seinen Kollegen. Nicht schlecht gespielt an der Stelle. So, kriegen wir den jetzt kaputt? Nicht wirklich, ne? Den spielen wir. Und den spielen wir. Er zittert vor der Macht, Sturmwind! Den müssen wir rausnehmen, der stört. So, 5 Schaden liegen jetzt da. Ich kann nur einen davon verhindern, leider. Wir müssen jetzt gucken, dass wir ihn ein bisschen bedrängen. Er kann jetzt 4 Schaden machen, wenn er irgendwas... Nein! Verfrickelte Fuddel. Unglaublich. Ausgerechnet die Karte. Jetzt kann er uns totrennen hier. Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Damit hat er uns jetzt schon fast tot. Fehlen 2 Punkte und wir können nicht alles bei ihm abräumen. Kann also durchrennen. Macht es aber dummerweise nicht. Naja gut. Zum Dienst. So, wen boxen wir jetzt um? Ist eigentlich völlig kurz. Der hat uns am meisten geärgert, der kommt weg. Ja, und damit endet der Arena-Run. Beschämend. Beziehungsweise einfach nur lucky, dass er da den ausgerechnet den Mentalkontrollomaten auf der Kralle hat und uns den Beschwörer hier klaut. Ansonsten hätten wir das locker gedreht. Ja, Glückwunsch. Gut. Wir sind ein bisschen was gestiegen im Level.
haben jetzt nur 4 Siege, aber immerhin 4 Siege. Damit unser Parler-Durchschnitt von 12 auf 8 gedroppt, aber 8 ist immer noch ein ganz guter Durchschnitt. Wir gucken, was wir in den 3 Päckchen drin haben. Und da haben wir 60 Gold. Da haben wir unser Trostbooster, damit sind wir jetzt schon auf 10 Gold plus im Vergleich zum Einzelkauf und nochmal 25 Gold dazu. Da kann man mit leben. Wir haben auf jeden Fall genug Gold, uns eine nächste Arena zu kaufen. Werde aber jetzt an der Stelle das erstmal nicht machen, sondern jetzt fangen wir mal langsam an, hier Päckchen zu öffnen. Wir haben 4 Grundpäckchen, 2 Gnomenpäckchen und 2 andere. Gucken wir mal, was wir kriegen. Wow. Eine epische Schurkenkarte, eine seltene Schamanenkarte und noch ein bisschen brauchbare Standard-Minions. Das ist schön. Eine ach du Schande, der ist leider nicht so gut. Eine Kriegerkarte, die ganz gut ist, eine Schurkenkarte wieder und eine Druidenkarte. Dann schauen wir weiter. Noch 2 brauchbare Druidenkarten und ein Zwielichtdrache. Ein Magiergeheimnis. Eine epische Karte. Hungrige Krabbe. Heieiei. Die ist auch so übel, dass ich noch kein Deck gesehen habe, das die spielt. Hallali. Na gut, wir haben noch ein paar Booster übrig. Und wir haben eine Legendäre gezogen, einen eisernen Koloss. Na gut, ist nicht sonderlich spielstark, aber ist es eine Legendary, immerhin. Und wir haben Glück. Anima Golem. Wir ziehen unheimlich seltene Karten, aber auch unglaublich schlechte. No way, dass man die irgendwie spielen kann. Na gut, aber... Das ist die aktuelle Expansion. Da hoffen wir jetzt... Das wäre eine Priesterkarte. Auch eine Priesterkarte, Jägerkarte. Schwungvoller Hieb für einen Krieger. Und unser letztes Booster. Und noch eine Legendary. Die ist allerdings neutral und die ist sogar gut. Also, ja. Und die ist nicht gut. Und eine Schurkenkarte. So. Wir haben jetzt einiges an Ansätzen. Und ja, im nächsten Let's Play würde ich dann, denke ich mal, in der neuen Saison ein Deck bauen. Und zwar vermutlich, da wir Siege mit Schurken brauchen, ein Schurkendeck. Dazu gehen wir ganz kurz in unsere Sammlung und gucken schon mal so Sneak Peek-mäßig rein, was wir schurkenmäßig da haben. Wir haben die Standardkarten. Wir haben die Vorbereitung bekommen, der nächste Zauber, den ihr wirkt, kostet 3 weniger. Und wir haben diesen Shadow Pan Reiter, der als Combo 3 Angriff kriegt. Oh, das war's schon an Schurkenkarten. Ja gut, es sind Standardkarten, den Verrat, stimmt, den Verrat hat man noch. Das ist jetzt nicht zwingend ersichtlich, wie man daraus jetzt schon ein gutes Deck basteln kann, aber das schauen wir uns einfach dann in Ruhe an. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao, euer Ogrutz.